Supersport-Mittelklasse in 2024 ist komplett anders und komplett neu. Heute die Einordnung für euch. Welche Supersportler sind neu? Was können die? Und vor allem, für wen sind sie wirklich geeignet? In diesem Video alles, was du wissen willst. Grüß euch, mein Name ist Tom und das ist motochecker.at, die Motorradvergleichsplattform im Internet. Und was man ganz klar sagen muss, 2023 war das Jahr der Mittelklasse Naked Bikes. Dieses Jahr ist es definitiv Supersport in der Mittelklasse und da gibt es ganz viele unterschiedliche, manche ganz bequeme Touring-Einsteiger-Motorräder und manche ziemlich aggressive Sportmotorräder. Aber dazu hätte ich gesagt, fangen wir erst einmal an mit dem allerersten Platz. Die Kawasaki ZX4 RR. Wir haben 77 PS und sie dreht 14.500 Revs, 39 Newtonmeter bei 13.000 Revs und ein vollgetanktes Gewicht von 189 Kilo. Der Führerschein ist nur A und der Tank fast 15 Liter. Die Sitzhöhe hierbei beträgt 800 mm. Einziger Vierzylinder in dieser Kategorie und vor allem das einzige Motorrad in dieser Kategorie bzw. das zweite Motorrad in dieser Kategorie, was nicht A2 tauglich ist. Hier haben sich Kawasaki bewusst dazu entschieden, kein A2-Kit verfügbar zu machen. Sie ist nur für den A-Führerschein verfügbar. Es ist aber trotzdem der einzige Vierzylinder in der Klasse und es spricht ganz klar japanische Präzision aus jedem Millimeter heraus. Und es richtet sich aber an die Leute da draußen, die auch durchaus mehr damit machen wollen, als nur in die Schule damit fahren. Dementsprechend braucht es auch keine A2-Zulassung. Die Platzierung hier auf dem Motorrad ist Sport-Track-lastig. Der Lenker ist Sport-Track-lastig. Der Motor ist definitiv Track-lastig, weil du musst hier so viel als möglich drehen, um die volle Leistung rauszuholen. Wer den Motor nudelt, das ist ein Verlierer und der kommt nicht wirklich weiter. Dementsprechend drehen, 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 um hier einfach die Drehorgel spielen zu lassen. Ein Vierzylinder möchte einfach Power. Und dann muss man sagen, die Optik ist Sport-Track-lastig. Es ist durchaus ein sportlicher Look, ein stylischer Look. Der Fahrwerk ist Track-lastig. Auch hier kann man Einstellungen treffen. Hier, das kann man optimieren, anpassen. Und trotzdem ist das Fahrzeug an sich für Fortgeschrittene gedacht und aber auch für die Experten unter euch. Also es ist so ein Mischmasch aus: wenn ich Motorrad fahren kann, kann ich mit ihr fahren, habe einen Spaß mit ihr. Wenn ich aber ein Experte bin und noch mehr haben will, dann kann ich durchaus auch noch mehr aus ihr rausholen. Also ein echtes Multitalent in dieser Klasse, aber es richtet sich halt nicht an Fahreinsteiger oder Anfänger. Das Pricing in Österreich ist 10.249 Euro, in Deutschland 9.595 Euro und in der Schweiz 9.790 Schweizer Franken. Aber Kawasaki hat mehr als nur ein Motorrad in dieser Supersport-Kategorie, denn die haben insgesamt schon vier Fahrzeuge. Einmal die Kawasaki Ninja 650, die ist durchaus ein Touring-orientiertes Motorrad, also Platzierung am Sitz, Touring Road, Lenker, hoher Stummellenker, Touring, Motor, nicht die unendliche Bärenleistung, auch eher Road. Optik Touring, man sieht einfach den Motorrad direkt vom ersten Blick an, dass es nicht das Supersportgerät ist. Das Fahrwerk ist ebenfalls auf Komfort, auf die Tour ausgelegt. Die Fahrerklasse hierbei ist definitiv Einsteiger, damit kann wirklich jeder fahren da draußen, der fahren möchte. Aggressiver wird es dann eher bei der Ninja ZX6R, weil das ist das Upgrade zur ZX4R eher. Hier muss man ganz klar eins sagen, Platzierung am Sitz ist Sport. Tracklastig. Der Lenker ist Sport-Tracklastig. Der Motor ist Sport-Tracklastig. Die Optik ist natürlich auch Sport- und Tracklastig. Das Fahrwerk ist hier noch sportlicher, noch tracklastiger. Und auch da muss man sagen, dieses Motorrad ist ebenfalls für Fortgeschrittene oder Experts. Wer traurig war, dass es nur die 650er als A2 gibt, der braucht keine Angst haben. Denn Kawasaki hat auch die Ninja 500 neu rausgebracht als Ersatz für die Ninja 400. Und hier haben wir 45,4 PS bei 9000 Revs und viel wichtiger, deutlich mehr Drehmoment. 42,6 Newtonmeter beim vollgetankten Gewicht von 172 Kilo. Der Führerschein ist A2 konform und wir haben einen Tank von 14 Liter. Die Sitzhöhe ist dabei niedrig, 785 mm. Der neue Style kommt auch mit deutlich Veränderung im Motor daher. Wir werden sie als allererstes den neuen Motor in der Eliminator testen, nämlich schon Anfang Februar fliege ich für euch zur Präsentation. Da werden wir den 500er Motor von Kawasaki ausprobieren. Aber viel wichtiger, wir haben jetzt deutlich mehr Hub. Deutlich mehr Hub bringt uns deutlich mehr Drehmoment und es soll durchaus mehr Schub mit sich bringen. Wie es das in der Realität ausspricht, das werden wir sehen. Aber Kawasaki hat gezeigt mit der ZX4 RR, was sie wollen und wie klar sie den
den fortgeschrittenen Fahrer ansprechen können. Und wenn man sich die Ninja 400 anschaut, die in der Vergangenheit dann doch eher Anfänger und Fortgeschritten angesprochen hat, ist es jetzt nochmal eine größere Aufspaltung der Kategorie. Und trotzdem haben wir mehr Sport. Die Sitzposition ist hier Touring Road konform, der Lenker Road, der Motor Road Sport, die Optik Sport und natürlich das Fahrwerk ist eher roadtauglich. Für wen ist das Fahrzeug hier? Ganz klar, es richtet sich in erster Linie an Einsteiger und ein bisschen an Fortgeschritten, aber primär die Einstiegskategorie ist hier am meisten angesprochen. Die Pricings werden ungefähr sein wie bei der Ninja 400, dazu kommt aber zu einem späteren Zeitpunkt mehr, wenn sie endlich bekannt sind. Den nächsten Platz belegt die Suzuki GSX-8R. 83 PS, 78 Newtonmeter und 205 Kilo vollgetankt. Die Führerscheinklasse ist hier, anfangen mit A2, der Tank fast 14 Liter und die Sitzposition ist 810 mm. Die Basis ist hier wieder das Naked Bike, die 8S, die vor einem Jahr rausgekommen ist. Und jetzt kommt die 8R und sie wollen sie sportlicher halten, als ich mir das gedacht habe. Denn wenn du drauf sitzt auf der 8R, denkst du, ja, ein Sport-Touring-Motorrad. Wenn du aber dann die Präsentationsunterlagen liest, wo einen halben Tag wir auf der Rennstrecke unterwegs sein, dann bin ich ganz gespannt, was Suzuki damit erzielen möchte. Denn klar ist einmal eins, die Lenkerposition, die Sitzposition, all das schreit eher nach Touring als auch Sport. Aber da ist die Einordnung wieder die Frage. Die Platzierung am Sitz ist also eher Touring- und Roadlastig. Der Lenker ist klar auf Komfort ausgelegt, also eher auf Touring anstatt auf Sport. Und der Motor ist dann aber doch durchaus eher Road-Sportlastig. Der Parallel-Twin feuert gut nach vorne. Wir haben ihn ja schon 50-120 gemessen mit einem sehr guten Ergebnis. Die Optik ist durchaus Road-konform, hätte ich gesagt. Es grenzt schon Richtung Sport, aber doch dann eher Road-Optik. Das Fahrwerk ist von den Presseunterlagen auch eher Road-spezifisch, anstatt Track-spezifisch oder Touring-spezifisch. Ich glaube, das wird ein guter Mittelweg sein, dazu aber mehr, wenn wir das Motorrad dann im Februar gefahren sind. Die Fahrerklasse ist aus meiner Sicht ganz klar Einsteiger und der Neupreis in Österreich ist 10.690 Euro, der Neupreis in Deutschland ist 9.800 Euro und der Neupreis in der Schweiz ist 9.950 Schweizer Franken. Eine Marke, die schon lange differenziert zwischen verschiedenen Modellen, ist definitiv Yamaha. Wir haben aktuell 3 Motorräder in dieser Kategorie. Das ist einmal die R6, die nur noch für die Rennstrecke zugelassen ist. Andererseits die R3, die das Einstiegskategorie belegt. Und dann aber die R7, die so ein Mischmaß aus beiden ist. Bei der gibt es 73,4 PS, 8.750 Revs, 67 Newtonmeter bei 6.500 Revs und ein Gewicht von 189 Kilo vollgetankt. Die Führerscheinklasse ist hier A2 konform und der Tank fast 17 Liter. Der Sitz ist 840 mm. Der CP2 Motor ist echt legendär. Aus der MT-07 kommt die R7 und sie wurde einfach einen Zahn länger übersetzt und das Fahrwerk wurde natürlich ein bisschen überarbeitet. Aber Fakt ist, es ist nicht das Ultra-Supersportbike, doch mit den neuen Bremsen, die sie bekommen hat, der extrem hochwertigen Bremspumpe und der Kombination aus genialem CP2-Motor mit guter Abstimmung kann man hier ein sehr fantastisches Ergebnis erreichen. Es bleibt trotzdem mehr ein Sportgerät als das klassische Touring-Gerät. Und hierzu, die Platzierung ist definitiv auf dem Motorrad Sport Track-lastig, der Lenker ist sportlastig, der Motor ist auch definitiv eher sportlastig, aber das wissen wir ja schon aus der MT-07 und die Optik ist sport- bzw. Track-lastig aus meiner Sicht. Das Fahrwerk ist auch für die Straße, für den Sport extrem geil, es ist aber kein extremes Rennstreckenfahrwerk, wo du alles in deiner Welt einstellen kannst, optimieren kannst und anpassen kannst. Hier gibt es aber ein Zubehör auch von Yamaha, damit wird es dann zu einem echten Sportgerät. Der Yard baut ja durchaus jedes Jahr einige für den R7 Cup um. Die R7 ist trotz aller dieser Sportcharakteristiken zwischen Einsteiger und Fortgeschritten. Der einzige Mankopunkt, und der bleibt mir wirklich hängen, ist, das Entdrosseln von dem Fahrzeug ist richtig, richtig teuer, denn hierbei muss das Steuergerät getauscht werden, wie bei der MT-07. Das sind bei manchen Werkstätten durchaus gerne mal 650 Euro, wenn du sie von A2 auf A aufmachen möchtest und die volle Leistung genießen möchtest. Warum Yamaha? Macht endlich ein Update, damit es dafür eine Softwarelösung gibt. Der Neupreis in Österreich ist 9.799 Euro, der Neupreis in Deutschland ist 9.649 Euro und der Neupreis in der Schweiz ist 9.890 Schweizer Franken. Darüber hinaus möchte ich natürlich die R3 für euch einordnen. Hierbei Platzierung durchaus
sportlich gehalten, der Lenker auch sportlich gehalten, der Motor ist eher Road Sport, ist das nicht das absolute Biest, aber durchaus genügend Feuer. Die Optik sportlastig, das Fahrwerk eher Road orientiert und der Einstieg ist hier ganz klar Einsteiger. Jeder kann das Motorrad fahren, egal ob Profi oder Einsteiger. Anders sieht die Welt bei der Yamaha R6 aus, ganz klar Platzierung Track, Lenker Track, Motor Sport Track, Optik Sport Track, Fahrwerk Sport Track und die Fahrklasse hier definitiv für Profis und Fortgeschrittene. Warum gibt es die R6 nur noch für die Rennstrecke? Naja, schaut auf die Rennstrecken dieser Erde, dort fahren so viele R6en, alte sowie neue herum, dass Yamaha halt einfach noch weiterhin diese Fahrer bedienen möchte mit neuen R6 Modellen. Sie haben halt einfach nicht mehr Euro 5 Plus geschafft. Aber wenn man zum nächsten Kandidaten schaut, dann kann man sich durchaus freuen, vielleicht kommt die R6 ja wieder retour auch auf die Landstraße. Honda feuert ja jedes Jahr ein extremes Neuheitenportfolio auf der EICMA heraus. Doch mein größtes Highlight war hierbei die Rückkehr der 600er Supersportler. Sie ist nun auch endlich wieder Euro 5 konform. Und Honda hat aber noch mehr gemacht. Sie spalten die gesamte Supersport-Sport-Touring-Klasse hier ganz groß noch einmal auf. Und heute der Blick darauf, nämlich auf die Honda CBR500R. 48 PS, 43 Newtonmeter, 191 Kilo, A2-konform, 17,1 Liter und eine Sitzposition von 785 mm. Die Honda-Palette wird massiv aufgespalten. Jetzt im Fall der 500er ist es das Einstiegsmodell der A2-Kategorie. Es soll ein Zwischenstatus zwischen Sport-Touring und Sport sein. Es ist durchaus bequem gestaltet und dementsprechend auch die Bewertung. Die Platzierung am Sitz ist Road-Touring, der Lenker ist Touring, der Motor ist Road. Es ist jetzt kein extremer Anreißermotor. Es ist ein ruhig beschleunigter, linearer Motor, der das sehr viel macht und ab 5.000, 6.000 Umdrehungen noch einmal ein bisschen mehr nach vorne schiebt. Wir haben auch eine sehr genehme Optik. Road hätte ich dazu gesagt. Das Fahrwerk ist Road und die Fahrklasse ist definitiv Einstieg. Und auch wichtig, die Honda CBR650R, das ist im Endeffekt jetzt noch mehr auf Touring Road ausgelegt, vom Sitz, vom Lenker mehr auf Touring Road, der Motor Touring Road, die Optik Road, das Fahrwerk auch eher auf Komfort, auf Touring und die Klasse ist hier definitiv Einstieg. Die CBR600RR, die hat definitiv eine Sportplatzierung, der Lenker ist auf Sport, der Motor auf Sport, die Optik Sport, Tracklastig, noch näher an der Fireblade dran als alle anderen Modelle und das Fahrwerk ist auch Sport, Tracklastig. Das Fahrerprofil hierbei definitiv eher fortgeschritten und auf alle Fälle mit ganz viel Grinser im Gesicht, denn das könnten die echten Konkurrenten werden und ich werde sie gemeinsam mit der Fireblade in wenigen Wochen bereits testen und hier auf diesem Kanal gibt es wie immer ein Video dazu. Die Pira Mobility hat natürlich in dieser Kategorie auch einen Platz verdient, auch wenn man ganz klar sagen muss, dass die KTM RC390 durchaus in die Jahre gekommen ist und nicht unbedingt mehr das entspricht, was aktuell auf dem Markt verfügbar ist. Hier würde es dringend ein Update benötigen. Nichtsdestotrotz haben wir ein neues Motorrad bekommen. Das kommt jetzt nicht direkt aus der Pira Mobility, aber aus dem direkten Kooperationspartner CF Moto. Und das ist die CF Moto 450 SR. 47 PS, 39 Newtonmeter und 175 Kilo vollgetankt. Die Führerscheinklasse ist hier A2 und der Tank fast 14 Liter. Die Sitzhöhe ist dabei auch sehr niedrig mit 795 mm. Natürlich schlägt hier die Optik extrem heraus. Es ist ein chinesisch produziertes Motorrad, aber aufpassen, in der Liste sind ganz, ganz viele aus Fernost produziert und nicht unbedingt die deutsche Qualitätsarbeit, die ihr euch vielleicht erwartet, sondern es ist einfach auch Fernost produziert worden, nur halt unter dem chinesischen Namen auch. Wichtig bleibt aber dazu zu sagen, die niedrige Sitzhöhe kommt auch einher damit, dass du durchaus etwas kleiner sein musst, um wirklich dich reinfixen zu können in das Motorrad und dann geht es natürlich auch hier wieder um die Einordnung. Die Platzierung am Sitz ist durchaus sportlich gehalten. Der Bobschi ist ein bisschen angehoben und du sitzt durchaus aggressiv auf dem Motorrad drauf. Der Lenker ist darüber hinaus auch noch relativ sportlich gehalten, ein tiefer Stummellenker. Der Motor ist dafür nicht ganz so kraftvoll, wie wir uns das erwarten würden, dementsprechend eher Road. Und die Optik, naja, was soll ich sagen, hier ganz klar Track. Das Fahrwerk ist auch hier eher für die Straße gedacht, als für den harten Einstieg. Warum ist die Fahrerklasse dann doch Einsteiger fortgeschrittener? Aus meiner Sicht muss ich ganz klar eins sagen, das Motorrad ist halt durch diese extreme Sportlichkeit und diesen Fokus auf tiefen Stummellenker extrem unbequem in gewissen Fahrsituationen. Dementsprechend wirst du da ein bisschen mehr Fahrerfahrung haben müssen, um mehr Fahrspaß rauszuholen zu können. Wenn du ein Einsteiger bist, kannst du schnell frustriert sein von diesen extrem sportlichen Sitzpositionen. Preislich ist sie auch super attraktiv. In Österreich 7.170 Euro, in Deutschland
Deutschland 6.945 Euro und in der Schweiz 6.490 Schweizer Franken. Auch möchte ich noch die KTM RC390 einordnen für euch. Hier muss ich sagen, Platzierung am Sitz definitiv sportlich. Lenker, Sport, Track, ein sehr tiefer Stummellenker, auch wenn sie es im letzten Update ein bisschen gerader gemacht haben, noch immer ein sehr unbequemes Motorrad, wenn man dran denkt, Touren zu fahren. Deswegen eher Sport, Track. Der Motor ist dafür leistungsschwach im Vergleich zum Mitbewerber, dementsprechend eher Road und von unten raus könnte auch noch durchaus ein bisschen mehr Schmalz kommen. Die Optik ist aber definitiv Sport- bzw. Track-tauglich, das Fahrwerk ist hier Sport, einstellbar, super aggressiv, unfassbar spaßig und einfach ein geiles Feedback. Die Fahrklasse würde ich hier sagen, fortgeschritten, einfach aufgrund der Sitzplatzierung, weil es halt einfach doch sehr aggressiv ist. Das Fahrverhalten ist aber durchaus einstiegsfreundlich. Aber auch der italienische Piaggio-Konzern hat mittlerweile zwei Modelle in dieser Supersportkategorie und hier ist es besonders spannend, weil sie sich jetzt aufspalten in 2024. Wir haben einmal die RS 457 mit 48 PS und 43,5 Newtonmeter, ein Gewicht von gerade mal 175 Kilo, einen A2-Führerschein-konformen Motor, 13 Liter Tank und eine niedrige Sitzhöhe von gerade mal 800 mm. Und das zweite Motorrad ist eine halbe Tonneau, die Aprilia RS 660. Sie ist zwar auch A2-konform, aber durchaus auf einer anderen Basis und hierzu komme ich gleich. Aber zuerst einmal zum Wichtigen. Die Frage ist, ob sie ein Preis-Leistungssieger wird oder ein Leistungssieger, denn gewichtstechnisch ist sie super, super leicht und gleichzeitig haben wir das volle A2-Potenzial von ihr ausgeschöpft. Wir werden sie auch bald fahren. Stay tuned, dafür könnt ihr den Kanal gerne kostenlos abonnieren. Aber viel wichtiger ist, in Indien ist es kein Leistungssieger, sondern ein Preis-Leistungssieger. Sie ist super konkurrenzfähig dort unten vom Pricing her, nur ich befürchte, in Europa wird sie nicht ganz so günstig sein. Wie das wirklich dann aussieht, das erfahren wir aber in wenigen Wochen, wenn April dann endlich die Preise bekannt gibt dazu. Du sitzt sportlich auf ihr drauf, nicht zu aggressiv, nicht zu langweilig, es macht Spaß. Genauso wie der Lenker, es ist kein extrem tiefer Stummellenker, sondern ein bequemer Stummellenker, auf dem du gut sitzen kannst und auch dich gut auch einmal ein bisschen länger bewegen kannst. Der Motor wird zwischen Road und Sport liegen, die Optik ist definitiv Sport und das Fahrwerk, das ist definitiv roadtauglich. Da muss man ganz klar sagen, das Motorrad ist für Einsteiger gedacht. Die Pricings sind in Österreich, Deutschland oder Schweiz aktuell noch nicht bekannt. Bei der Aprilia RS 660, da sieht die ganze Welt ein bisschen anders aus. Hier ist die Platzierung definitiv Sport, der Lenker auch auf Sport, der Motor auch Sport und die Optik Sport, genauso wie das Fahrwerk durchaus sportlich ist. Einzig die Fahrklasse würde ich hier als fortgeschritten einordnen, denn die Bremsen, der gesamte Aufbau vom Motor ist ziemlich aggressiv. Es macht Spaß, man kann auch als Einsteiger damit fahren, aber eher sollte man schon ein bisschen Erfahrung haben mit dem Motorrad fahren. Moto Morini, ein echter Geheimtipp hier dieses Jahr und der Supersportler, den sie jetzt vorgestellt haben auf der EICMA, ist auch optisch eine ziemliche Wucht. Es ist eine italienische Marke, die in China produziert wird und glaube ich auch einem chinesischen Eigentümer gehört. Fakt ist aber, 96 PS und unter 200 Kilo soll sie wiegen. Die Sitzhöhe soll hierbei 840 mm betragen und es ist ein V2 90 Grad mit tiefen Stummellenkern und das ist eine ziemlich geile Kombi, denn an V2 sehen wir nicht mehr so häufig. Die P-Twins, die übernehmen immer mehr diesen Markt und kommen immer stärker und deswegen freue ich mich irrsinnig über einen V2 und ihr könnt euch sicher sein, die Moto Morini, in dem Moment, wo sie bei uns gelandet ist, hole ich sie mir. Aktuell ist nicht bekannt, ob es eine R2-Version geben wird. Es ist aber Fakt, dass es mit 96 PS nicht R2-konform wäre. Es gibt aber ganz einfach einen Zulassungstrick, mit dem könnte man das auf 95 PS zulassen vom Herstellerseiten aus und dann könnten wir es auch als R2-Motorrad kaufen. Ob es das geben wird, werden wir erst in der näheren Zukunft erfahren. Preise sind auch noch nicht bekannt. Die Einordnung ist dementsprechend auch nur eine Einschätzung. Die Platzierung aufgrund der tiefen Stummellenker und auf den Bildern ist definitiv Road-Sportlastig. Der Lenker ist Road-Sportlastig. Der Motor Road-Sportlastig. Ein V2 wird durchaus Feuer haben mit 96 PS. Soll gut gehen. Die Optik Sport-Track, das Fahrwerk, werden wir sehen. Road, Sport, irgendwo dazwischen wird sie sich bewegen. Die Einstiegsklasse dementsprechend auch eher zwischen Einsteiger und Fortgeschrittener. Das entscheidet so ein bisschen, wie die Moto Morini Jungs das dann wirklich das Setup final setzen. Dazu werden wir im Sommer sicher, wenn wir Glück haben, eine Gelegenheit haben, das Motorrad zu fahren. Direkt wie immer beim Ginzinger. So rot wie meine Power Gasgas hier hinter mir, muss ich ganz klar sagen, ist auch Ducati. Und zwei Motorräder fallen in die Kategorie rein. Das ist einmal die Ducati V2 mit 155 PS und 104 Newtonmeter, 200 Kilo vollgetankt. Hier gibt es nur den A-Führerschein als Option. 17 Liter fasser Tank und die Sitzhöhe ist 840 mm. Es ist ein unfassbares
V2-Erlebnis. Es ist ein Motorrad, das einfach nur Spaß macht, das aber definitiv eine gute Strecke braucht, auf der ihr unterwegs sein könnt, denn die Sitzposition ist Sport-Track-lastig. Der Lenker Sport-Track, der Motor Sport-Track, ein V2, Entschuldigung, die Optik Sport-Track und natürlich auch das Fahrwerk Sport-Track-lastig. Der Einstieg, würde ich hier eher sagen, ist für Fortgeschrittene und Experten 23.895 Euro in Österreich, 20.190 in Deutschland und 21.090 Schweizer Franken. Die zweite, die ihr auch in dieser Kategorie einordnen könnt, die dann doch eher für den Normalo ist die Ducati Supersport. Es ist ein Touring-Motorrad, ein Road-Touring-Motorrad von der Sitzplatzierung, ein Touring-Lenker, hoher Stummellenker. Der Motor ist Sport, der ist gut, der zieht nach vorne, die Optik Touring-Road und das Fahrwerk auch Road. Das Fahren hier ist dann auch ganz klar als Einsteiger möglich. Wir haben natürlich zu beiden Motorrädern schon ein eigenes Testvideo sowie zu vielen anderen in dieser Liste. Ich verlinke es euch unten in den Kommentaren bzw. hier oben im i. Die Triumph Daytona ist zurück. Ein Klassiker, der nun in A2-konform daherkommt und doch viel einsteigerfreundlicher ist als die alte. 95 PS bei 11.250 Revs, 69 Newtonmeter bei 8.250 Revs und ein Gewicht von 201 Kilo bei 90% vollgetankt. Der Führerschein ist hier A2-konform und vor allem, wir haben eine Sitzhöhe von 810 mm. Die Basis hierbei bildet die Trident. Sie hat trotzdem 17% mehr Leistung und 9% mehr Drehmoment, 80% vom Drehmoment liegen hierbei schon zwischen 3.125 und 11.750 Revs an. Und ganz wichtig, es ist der allereinzige Dreizylinder in dieser Kategorie, in dieser Liste und ich werde natürlich das Motorrad wieder für euch fahren, hierzu im Laufe des Jahres mehr. Die Platzierung ist hier ganz klar auf den Bildern Road Touring orientiert, der Motor Road Sport, der Dreizylinder war schon immer sehr powerfreudig und wird Spaß machen, die Optik ist Sport, das Fahrwerk ist Road und vor allem die Kategorie, mit was du anfangen sollst, ist hier Einsteiger. Denn Triumph zielt immer mehr auf junge Menschen ab. Und dementsprechend haben sie auch die Daytona zurückgebracht mit dem legendären Namen und haben sie aber natürlich ein bisschen weicher gewaschen, ein bisschen sportlicher gemacht, damit auch Einsteiger und Fortgeschrittene mit dem Motorrad extrem viel Spaß haben können. Der Neupreis in Deutschland ist 9.795 Euro. Seit über 7 Jahren schießen wir Top 10 Listen jedes Jahr heraus, doch dieses Jahr in einer abgewandelten Form. Ich bin gespannt, ob das beste 24, der neue Titel, die neue Aufbauvariante euch gefällt. Schreibt es gerne in die Kommentare und vor allem, was sind eure Favoriten für das Jahr 2024 im Supersportsegment? Und wir bereiten schon die Naked Bike Liste für euch vor, dementsprechend für mehr einfach abonnieren.